Ja, hallo Leute, hier wieder euer Dose mit Let's Play Fable 2 Good Girl und wir sind hier bei der Quest Charlies Rettung. Wir haben das letzte Mal umgesattelt, weil ja wir uns so unsicher waren, ob die Tobi Quest eine gute ist, ja. Und wir uns bekennend, ja, zu Kurtisanenfreunden, ne? Der wollte ja, dass wir ihm eine Prostituierte vorbeibringen und das hatte ich nicht übers Herz gebracht. Wir müssen jetzt da in eine Höhle auf der rechten Seite hier und den Enkel dieser lieben, ja, Oma Higgins, Miggins zurückbringen. Ja. So, jetzt war ich ein wenig außer Konzept, Leute. Tränkehändler, wir schauen, dass wir da rasch hinkommen. Das kann ich auch. Du siehst, er macht immer gerne einen Sprung nach vorn. Aber die Gegend ist extrem cool hier, ne? Schaut euch das an. Ja, das hat ja schon was. Echt cool, ja. Schnell einmal da reingeschaut, damit das wieder weg ist. Ah, es ist so lästig. Wie kommen wir da jetzt am besten hin? Da, gleich zum See. Ja, klar. Der ist ausgetrocknet. Wieso ist denn das? Was ist denn jetzt passiert? Gold, 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 immer Gold, ja. So, und wir müssen da runter, ja? Schauen wir da mal. Schauen wir uns das an. Grab der Helden. Mal gucken, was der junge Mann da jetzt verloren hat. Ja? Spielt Abenteurer und hat keine Ahnung, wie teuer das Leben ist. Und wie gefährlich Abenteuer sind, ja. Ups. Bücher. Schlafen. Was ist denn da? Ich kann da nichts sehen. Das ist innen. Da hat das ein Versteck. Wir sind eine einzige Glühlampe, Leute. Wow, ihr trefft ja überhaupt nicht! Wo war denn der schon wieder? Wo war denn der? Habt ihr ihn gesehen? Irgendwas ist da jetzt zugefallen auch. Oder aufgegangen. Eins von beiden. Ihr seid der mieseste Heldenverschnitt aller Zeiten. Und ich kenne viele. Ist der auf der anderen Seite? Ich schaue mich da mal um, ja? Na, seht ihr? Da ist nichts, gell? Mein Gott, was hat denn er? Da ist ein Leckerli. Dann geht schon wieder. Hm? Okay, was ist denn da los? Die Tür ist verschlossen. Okay, da kommen wir wahrscheinlich wieder raus. Schätze ich, hoffe ich. Wo bist denn du? Da, oben, ja. Komm her. Dich nehmen wir gleich mit auf den Weg.
so herumhängen die ganze Zeit irgendwo im Nirgendwo ist ja auch nicht lustig, also habe ich dir auch schon Gefallen getan. Was ist denn da los? Ah! Eine Entdeckerkollegin! So ein Glück! Vielleicht könnt ihr mir helfen! Was habt ihr da? Diese Handschrift! Das wird doch nicht etwa... Lasst mal sehen! Charles die Nachricht seiner Oma geben? Das machen wir doch. Großmutter! Ich hätte es wissen müssen! Ich heiße Charles! Charles! Und ich bin ein sehr guter Abenteurer! Diese Frau bringt mich noch zur Weißglut! Wie fändet ihr es, wenn euch eine alte Frau ständig Vorschriften macht? Aber ihr scheint ganz nett zu sein. Vielleicht könnt ihr uns helfen, diese vermaledeite Truhe zu öffnen. Sobald ich mich nähere, erscheint ein Trupp dieser untoten Plagen und versucht, mich anzugreifen. Seid so gut und haltet diese Bestien von mir fern, ja? Sobald ich mich der Truhe widme, beginnen die faulenden Schufte ihre grausamen Scherze. Haltet sie fern, während ich am Schloss arbeite. Ja, das machen wir. Oh, wie aufregend! Okay. Tobi, bist du fertig? Charles, sorry. Ja, gleich. Ja, sonst gibt unser sehr fauler Sack keine Ruhe. Das nehmen wir doch gleich mit. Und immer eine Freude. So, was ist mit dir jetzt da? Hilft Charlie, den Sarkophag zu öffnen? Gut, ja. Ja, und? Plünderer Nachricht, Info. Wer immer das liest, es tut uns sehr leid, aber indem wir das nochmal Nomicom aus dem Sack nahmen, haben wir das Graf offenbar verflucht. Ihr solltet viel mehr besser um euer Leben laufen. Viele Grüße, Max und Sam. Ich sage Leute, die Jungs verfolgen uns. Das ganze Spiel, diese zwei Typen. Huch! Das habe ich nicht kommen sehen. Oh je. Oh, da sitzen wir ein bisschen in der Klemme. Zeigen wir ihm, was...
Max und Sam, die beiden. So, jetzt muss aber Schluss sein. Ah, Hund. Einen Gnadenschuss. Was der Faller sagt, gibt es einen. Ja. Jetzt ist aber Schluss. Das ist ein Gewusel und Geduld. Also man hat Erfahrungspunkte zusammen. Ah, ja, Leute, das war wieder mal was, ne? Cool draufgehaut, ja. Kommen wir wieder raus. Sir Fowler sagt es schon jetzt. Na komm, Sir Fowler, kann ja nicht sein. Komm raus. Das sind ja Horden, Leute. Horden, ich sag's nur. Ja, weil er schlägt sich gut, hä? Unser Charles. So, genau, das war's da. Da kann man mit dann raus und da rein. Die Tür ist verschlossen, passt auch. Dann verschwinden wir von hier. Raus da. Und unseren Hund verarzen. Ja. Bauertümpel. Passt. Ja, diesmal. Ja, seht ihr, die hohen Männer sind ja echt in Massen wirklich gefährlich. Es ist nur gut, dass wir so gute Waffen haben. Und mit dem Ablenkungszauber, den wir da haben, die Geister beschwören, das reicht auch schon mal für den Anfang. Und? Wir haben es geschafft! Ja. Charlie, du unartiger Bengel, jagst deiner alten Oma solche Angst ein.
Wie oft soll ich's dir noch sagen? Bleib da, wo Oma dich sehen kann. Ach, Großmutter! Sag nicht, ach, Großmutter, dieses Jahr verdienst du dein Geschenk aber nicht. Eigentlich sollte es deine Retterin bekommen. Nur so lernen Kinder. Vielen Dank, dass ihr Charlie zurückgebracht habt, tapfere Abenteurerin. Ich bin Abenteurer, Großmutter, und ich heiße Charles. Charles! Schreien ist unhöflich, Schatz. So, wir gehen heim und trinken einen schönen Tee. Charlies Rettung. goldene Lastverbesserung. Lesen wir gleich einmal. Ihr erhaltet Gold für jedes... Ah, das haben wir schon, ja. Wir nehmen das Zeug. Und danke vielmals, ja. Charlies Rettung. Ihr habt Charlies Leben gerettet und ihn sicher zu seiner überfürsorglichen Großmutter zurückgebracht. Vielleicht wäre der Tod für ihn die bessere Wahl gewesen. Belohnung 5000 Ansehenspunkte. Und als erledigt, bestätigt. Gut, Leute. Ich werde dann noch unseren Sir faulen Sack heilen. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal in Albion. Da sieht der Sir fauler Sack, ja, die Großmutter und Charlie verabschieden sich jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Euer Toso.